Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, Leute, wir müssen gucken. Wir haben das Gewächshaus bekommen. Mega genial. Ich bin gespannt, wie es bei uns auf dem Hof aussieht. Schauen wir gleich mal nach vor die Tür. So, gucken wir. So, guten Morgen. Heute hat Pam Geburtstag, ne? Ja. Dürfen wir nicht vergessen. Wir nehmen natürlich Kirschenwein. Käse. Mega genial. So, komm, einmal Käse und der Wein. Wir nehmen ein Bier mit für die Gute. So, die legen wir hier einmal weg. So. Moin, moin. Ach so, wir können noch mal einmal. Geht eine Wildpflaume eigentlich? Als Wein? Nein. Nee, leider nicht. Schade, dass die nicht gehen. So, dann machen wir das so. Und jetzt gucken wir ganz gespannt. Hier. Oh wow, guck mal. Das ist natürlich mega, ne? Wir müssen es nur hier ein bisschen frei machen, ne? Hühnerstall davor, das geht noch. Sehr, sehr schön. Wir haben ein Gewächshaus hier. Wir können es zwar kaum sehen, weil es so zugewuchert ist, aber wir haben es da. Wir machen es frei, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Guten Morgen. Kartoffel. So, einmal das und einmal Kartoffel. So. Und einmal. Guten Morgen. So. Ziegenmilch. Guten Morgen. Einmal große Milch. Hervorragend. Das einmal wieder weg. Machen wir noch mal an. Zack. Nehmen wir hier. Zack. So, dann mal raus mit euch. Na. So. Und hier einmal. Guten Morgen hier. Unsere Truppe. Quack, quack. So. Hallo. Hallo. Lass mich mal durch. So, quack. Quack, quack. Ihr seid so niedlich, ne? Ja. Ich könnte den ganzen Tag hier im Hühnerstall sitzen. Ich finde die so süß. So, komm. Zack, zack, zack. Wir haben aber noch zu tun. Mega große Milch, also super duper Milch. So, komm raus mit euch erstmal. Zack. Wir müssen trotzdem gießen. So, ja, komm, dann pflanzen wir jetzt für im Frühling nicht mehr. Wir ernten das jetzt noch ab. Was wir haben. Und gucken dann, was wir uns kaufen für den Sommer. Wir müssen ein bisschen Platz machen. Bei unserem Gewächshaus auch noch. Pam hat Geburtstag. Wir müssen mal gucken, wie wir es schaffen überhaupt. Alles. Das sieht auf jeden Fall mega, mega schön aus. Das gefällt mir echt richtig gut.
Gucken wir dann, was wir da reinpflanzen. Ich weiß gar nicht, können wir da auch einen Baum reinpflanzen? So einen Apfelbaum? So, komm. Alles fertig. Super duper. Da können wir dann auf jeden Fall im Winter auch pflanzen. Das finde ich echt schön. So. Dann werden wir das nächste Mal auch so eine Frucht da reinpflanzen. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. So, komm mal. So. Ja, und damit ist es schon wieder ziemlich übersichtlich hier, ne? Ist aber nicht schlimm. Wir haben den 18. Ja, okay, wir haben noch 10 Tage. Wir könnten auch noch mal hier was reinpflanzen, ne? So zumindestens hier so. Das wäre nicht schlecht. Vielleicht kaufen wir doch noch mal irgendwie Pastinake oder so. Das geht ja schnell. Wir legen mal rein. Bohnen und das. Sollten wir uns doch vielleicht noch mal überlegen, ne? Sind ja doch noch ein paar Tage. Also wir könnten sie auf jeden Fall noch mal ernten. Wir haben aber, glaube ich, nichts mehr hier, ne? Nee. So, werden wir machen vielleicht. Hier haben wir noch Blumen. Sind noch mal Blümchen. So, wir werden jetzt zu der guten Pam erstmal gehen. Das ist ja alles auf einem Weg. Und werden vielleicht doch noch mal ein bisschen Samen kaufen. Aber die nehmen wir aber mit hier. Wenn wir schon auf dem Weg sind, nehmen wir die mit. So, komm, machen wir so. Wir geben Pam ihr Bier. Kaufen noch mal ein paar Samen. Ja, dir können wir jetzt auch ein Bier geben. So, komm rein da. Wir gucken noch mal. Pastinaken. Machen wir noch mal so. Die gehen ja schnell. Und Kartoffel. Was war denn das noch? Grünkohl, ne? Wächst in 6. In den 6. Nee, dann nehmen wir Knoblauch. Machen wir Knoblauch nochmal. So. Machen wir so. Gut. Ab nach Pam. Caroline, so. Dann einmal nach Pam. Da wissen wir, wo wir sie finden. Was ist denn da? Was macht sie denn da? Wir haben viel Glück in einem Dorf wie unserem, eine Bibliothek zu haben. Ja, wo ist denn Pam hin? Suchen wir die Gute. Die ist doch jetzt nicht schon in der Kneipe. Oder? Also wir wissen auf jeden Fall, wo wir sie finden können, wenn wir, ne, später nochmal. Aber ich würde sie jetzt ganz gerne finden, die Gute. Hier haben wir nochmal Beeren, nehmen wir mit. Oh, was hat er denn? Oh, hallo, mein Freund. Sieht so traurig aus. Was ist los? Ich bin nur gerade die Erträge des letzten Monats durchgegangen und es sieht nicht gut aus, Jonah. Am schlimmsten ist, und ich sage das ungern, weil sie eine Freundin ist, Pam. Sie hat ihre Rechnung seit Wochen nicht bezahlt.
Aber ich kann sie nicht dazu zwingen. Ich weiß, dass sie sich dann angegriffen fühlt. Und ich will diese Gefühle nicht verletzen. Oha. Jonah, du musst mir helfen. Da ist Pam. Hiya. Gus, ich bin unheimlich durstig, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, okay, Pam. Jonah, was ist hier los? Du musst deine Rechnung endlich bezahlen. Die Kneipe ist in finanziellen Schwierigkeiten. Das ist schwierig, ne? Sie muss beides, ne? Eigentlich. Im Ernst? Das ist ja furchtbar. Oh. Jetzt wird sie sauer. Seufzt. Nun, dann begleiche ich wohl besser meine Schulden. Danke, Pam. Und dank dir, Jonah. Na, das war doch jetzt mal gut. Dann kümmere ich mich mal um dein Getränk, Pam. Okay, jetzt ist sie wieder weg, ne? Wir wollten ihr eigentlich auch was zum Geburtstag schenken, ne? Die gute Pam. Ist sie jetzt vielleicht in ihrem Wagen? Gucken wir mal. Ne. Ach. Tja. Jetzt wissen wir nicht, wo sie ist, ne? Wir können noch ein bisschen warten und gehen später nochmal. Da kommt, weiß ich gerade den Namen wieder nicht. Emily. Tja, jetzt haben wir zwar unserem guten, lieben Wirt geholfen und jetzt ist die Pam dafür nicht mehr da. Ach, komm, so. Nehmen wir mit die Steine hier, wenn's geht. Dann gehen wir gleich nochmal gucken, ob sie dann da ist. Eigentlich, ne, ist sie ja immer da. Aber wir hatten das ja schon mal, ne, mit dem immer da und dann eben nicht, ne. Na komm. Blub, blub. Haben wir hier noch. Blub, blub. Ja. So. Gucken wir nochmal hier. Ach so, nee, dann geht's nicht weiter. Dass wir vielleicht noch ein paar Beeren finden können. Angeln können wir dann auch noch zwischendurch mal, wenn wir möchten. Hier haben wir nochmal, zack, zack, Frühlingszwiebeln. Ja, sind noch so ein paar. Aber jetzt ist vermutlich damit Schluss, ne? Zack. Die prähistorische Handaxt, die hatten wir wirklich schon sehr, sehr oft. Wilden Meerrettich, den nehmen wir auch noch. So, komm, zack. Hier haben wir nochmal Würmchen. Lehm ist auch okay. So. Zack. Aber haben wir keine Frühlingszwiebeln mehr. Schade. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar. Zack. So, wir sind gerade hier. Und wir machen jetzt einmal. Zack. Angeln wir vielleicht nochmal. Und gucken dann, ob wir die gute Pam noch finden. Zeitung. Mhm.
Ein Fisch auf jeden Fall. Ups. Kaulbarsch. Was war das andere nochmal? Der bewegt sich mal wieder fast gar nicht. Nee, komm. Also wir brauchen einen Kugelfisch und was war das andere nochmal? Aal. Jetzt wird schon wieder spät. Gleich hören wir auf. Ja. Den haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt. Gehen wir gleich zur Kneipe nochmal. Gucken, ob die Pam noch da ist. Und wenn nicht, ja, dann können wir es nicht ändern. Dann ist es so. So. Nein. So, letzter Versuch. Dann gehen wir. So, komm. Wir haben ein Gewächshaus. Wir haben nichts geschafft. Wir haben noch nicht mal reingeguckt. So, komm. Der ist wieder nicht sehr zappelig. Also wird sehr wahrscheinlich kein Aal oder irgendwie sowas sein. Kaulbarsch. Fangen immer das Gleiche, also ab nach Hause. So, nehmen wir lieber noch ein bisschen die Beeren hier. Die Zeit ist gleich bald sowieso auch, glaube ich, wieder vorbei. Dann gibt es keine mehr. Das ist ja auch immer nur so ein paar Tage. So. Schwuppdiwupp. Dann haben wir so nochmal gesammelt. So, wollen wir nochmal nach der Kneipe gehen? 22 Uhr, können wir schaffen. Ja, komm, wir versuchen es. Wir gehen jetzt hier nicht nach Hause, sondern wir gehen nochmal in die Stadt. So. Oder was heißt Stadt, ne? Ja. Guck mal, er steht da. Versuchen wir es nochmal. So, rein da. Sie ist da. Hurra, hurra. Hier. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Ja, siehste, ne? So sind wir. Und jetzt aber ab ins Bett. Dem Schmied können wir auch ein Bier schenken. Denke ich. So, dann haben wir das geschafft. Sehr, sehr schön. Und wir haben ihr noch zum Geburtstag gratuliert. So, dafür haben wir leider noch nicht mal einmal in unser Gewächshaus geguckt. Aber komm, das können wir ja dann immer noch machen. Kein Problem. Ja, wir gehen jetzt ins Bett. So, mach mal zu, bitte. Einmal. Na, zweimal. So, dann, hier ist uns alles gut, dann rein. Ach, guck mal, wir haben noch Honig. Nehmen wir noch mit. Einmal Tulpenhonig. Und einmal. So, und jetzt rein hier. Da haben wir auch noch fertig. Hervorragend.
Gelee, Lachsbeeren-Gelee, 1 Uhr. Wir müssen ins Bett. Was wollten wir jetzt hier reinlegen? Keine Ahnung. Komm, wir gehen ins Bett. Wir sind. Ach so, hier. Wir sind so müde. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. So, komm. Morgen ist nichts und dann ist Miesepeters Geburtstag. So, komm, ja. So. Ja, guten Morgen. Schöner Morgen. Die Sonne, sie scheint. Super duper. Wir werden noch unser Feld noch mal bepflanzen. Das werden wir auch noch mal schaffen. Und werden jetzt dann auf jeden Fall mal gucken, wie unser Gewächshaus aussieht von innen. Ich freue mich sehr. Das Ganze machen wir aber nach einer kurzen Pause und werden natürlich hier, ne, unsere Taschen noch ein bisschen aufräumen. Unser süßer Hund, er ist bestimmt wieder draußen. Wir werden mal gucken. So, aber das Ganze nach einer kurzen Pause. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.